Folgendes Szenario kommt dir vermutlich bekannt vor. Um morgen für die Arbeit oder Schule ja fit zu sein, möchtest du so rasch wie möglich einschlafen. Plötzlich aber melden sich die Sorgen und Gedanken. Oder du liegst ungünstig und du musst ständig die Schlafposition wechseln. Du drehst dich und wälzt dich in 20 verschiedene Positionen hin und her. Das geht so weit, dass du dich irgendwann von dem Gedanken verabschiedest, diese Nacht noch genügend zu schlafen. Damit das beim nächsten Mal nicht schon wieder passiert, haben wir heute die passenden Tipps für euch. Psycho-Welt, heute für euch 5 Techniken für einen erholsamen Schlaf. Nummer 1. Visualisiere dich an schöne Orte. Eine von der Universität Oxford durchgeführte Studie enthüllte etwas sehr Interessantes. Das konventionelle Zählen von Schäfchen hat überhaupt keine Auswirkung auf unser Schlafmuster. Die Wissenschaftler beschlossen anschließend eine andere Option zu testen, die an das Schäfchenzählen angelehnt ist und fanden heraus, dass diese Methodik viel effektiver ist. Die Vorstellung von entspannenden Bildern und ruhigen Orten wie Strände oder Berge waren dabei die Lösung. Die Leute, die sich entspannende Szenen vorstellten, konnten im Durchschnitt 20 Minuten früher einschlafen. Nummer 2. Zähle rückwärts. Dieses Verfahren wird besonders von Schlafexperten empfohlen und gelobt. Wenn du Zahlen in dein Einschlafritual einbeziehen willst, wirst du durch das Rückwärtszählen zu mehr Entspannung gelangen, als mit direkter Sequenzierung möglich ist. Zähle dabei einfach von 1000 rückwärts oder gehe noch einen Schritt weiter und benutze dabei Primzahlen, wenn Mathe zu deinem Lieblingsfach zählt. Nummer 3. Wende die 4-7-8 Atemtechnik an. Von dieser Technik gibt es verschiedene Variationen mit unterschiedlichen Zeitintervallen, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Die Version von Dr. Andrew Wales ist wohl die bekannteste. Dabei atmen wir für 4 Sekunden tief ein, halten diesen Atem dann für 7 Sekunden an und atmen dann wieder für 8 Sekunden aus. Und das wiederholen wir, bis wir tief eingeschlafen sind. Nummer 4. Verwende geführte Bilder. Geführte Bilder sind eine spezifische schlafinduzierende Technik, die der geführten Meditation gleicht. Es geht darum, sich zu entspannen, langsam zu atmen und sich auf eine Situation, ein Objekt, einen Ort oder eine Erinnerung zu konzentrieren, die du als angenehm empfindest und dir innere Ruhe gibt. Die Schlafstiftung weist darauf hin, dass dies extrem individuell sein muss, damit es funktioniert. Um zu einer echten emotionalen und entspannenden Auswirkung zu kommen, solltest du dir persönliche Dinge wie dein Kindheitsschlafzimmer, das Parfum, das deine Oma immer getragen hat, oder andere persönliche Sachen, die dich entspannen, visualisieren. Wichtig hierbei zu beachten ist, dass man sich wirklich Sachen vorstellt, die entspannen und nicht zu viel Freude auslösen, da glückliche Gedanken dir zwar ein Lächeln aufsetzen werden, aber dich nicht ins Land der Träume befördern. Und da sind wir auch schon bei der letzten Technik. Nummer 5. Praxis-Gedankenstopp. Die Hauptursache für Schlafstörungen scheinen Angst und Depression zu sein. Das Problem ist, dass wir anfangen zu grübeln, sobald wir uns schlafen legen. Es entsteht ein Gedankenkarussell, dem wir nur schwer entkommen. Es kommen uns immer mehr Sachen in den Sinn, die wir noch zu erledigen haben. Das macht uns plötzlich Angst, weil wir darüber nachdenken, was schiefgehen könnte. Oder wir denken über Handlungen nach, die bereits in der Vergangenheit liegen. Warum habe ich vor einem Monat bloß diese blöde Sache auf Facebook gepostet? Darüber hinaus ist die Angst davor, wieder eine weitere schlaflose Nacht zu erleiden, ein weiteres Problem. So, und das war's auch schon von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hier kommt ihr noch zu einem weiteren Video von uns und ansonsten macht's gut, bleibt gesund und ciao.